Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Pia Tamina, falls ihr neu hier seid. Und ich fange heute mit euch das Thema ketogene Ernährung an. Ich habe euch auf Instagram gefragt, ob ihr Lust habt auf ein Keto-Tagebuch. Und sehr viele haben dafür ja gestimmt, was mich sehr überrascht hat. Aber anscheinend interessiert das Thema doch den einen oder anderen mehr. Und ich habe damit wirklich extrem gute Erfolge erzielt. Vor allem letztes Jahr habe ich das erste Mal die ketogene Diät ausprobiert und damit 20 bzw. sogar 22 Kilo verloren. Ich blende euch hier mal ein Vorher-Nachher-Bild ein. Und ja, das ist doch einiges, was da runtergegangen ist in einem Zeitraum von, ich glaube, 4 bis 5 Monate. Habe ich das gemacht und damit dann diesen Erfolg erzielt. Ich möchte euch in diesem Video jetzt erstmal erklären, was die ketogene Diät eigentlich ist, wie sie funktioniert, welche Lebensmittel erlaubt sind, wie ich das alles kontrolliere und wie ich mich da verhalte. Und ja, deswegen würde ich sagen, wir fangen einfach komplett von vorne an. Ich versuche es euch so einfach wie möglich zu erklären, weil diese Ernährungsweise nicht ganz einfach ist, beziehungsweise sie ist schon im Groben und Ganzen einfach, aber sie ist sehr strikt. Und da auch nochmal an jeden, der das ausprobieren möchte, ich bin kein Arzt, ich bin auch keine Ernährungswissenschaftlerin oder habe keine Art von Ausbildung bezüglich Ernährung. Deswegen, ich erkläre euch hier nur, wie ich es mache, wie es für mich funktioniert und möchte euch da einfach warnen, dass das vielleicht bei euch nicht so funktioniert oder vielleicht bei euch auch diese Ernährungsweise einfach nicht passend ist. Deswegen, falls ihr krank seid oder wie auch immer oder ihr probiert es aus und ihr merkt, das ist nichts für euch, dann lasst es bitte sein oder redet vorher auch erstmal mit eurem Arzt darüber, ob das für euch eine Möglichkeit wäre. Ich persönlich habe nie mit einem Arzt darüber geredet, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe es einfach ausprobiert und ich höre ziemlich gut auf meinen Körper. Deswegen habe ich dann auch herausgefunden, ob es für mich funktioniert oder nicht. Und für mich hat es funktioniert. Und ja, ich habe auch nie irgendwelche großen Probleme oder gesundheitlichen Probleme dadurch bekommen. So, wir fangen dann an. Was ist die ketogene Diät eigentlich? Die ketogene Diät ist eine Art der Low-Carb-Diät. Ich kenne mich mit Low-Carb nicht so aus, aber ich glaube, alles, was so unter 200 Gramm, 150 Gramm Kohlenhydrate am Tag ist, gilt als Low-Carb. Bei der ketogenen Diät ist das nochmal einiges weniger und sie ist einfach strikter von dem, was man zu sich nehmen kann. Man schränkt bei dieser Diät die Kohlenhydrate und die Zuckerzufuhr extrem ein. Also man versucht diese beiden Sachen, Kohlenhydrate und Zucker, wobei Kohlenhydrate immer zu Zucker umgewandelt werden, versucht man wirklich komplett einzuschränken und minimal nur zu sich zu nehmen. Durch den Kohlenhydratmangel verändert sich dann der Stoffwechsel und versetzt sich in die sogenannte Ketose. Was ist die Ketose eigentlich? Die Ketose ist einfach ein veränderter Stoffwechselzustand und da möchte ich euch das ein bisschen genauer erklären, damit ich euch auch hier keinen Mist erzähle, habe ich mir dazu ein paar Notizen auf meinem Laptop gemacht, deswegen nicht wundern, wenn ich ab und zu mal hier runter gucke, aber ich möchte euch keinen Mist erzählen. Deswegen, ja, fangen wir einfach damit an, der Körper gewinnt normalerweise seine Energie durch Kohlenhydrate. Das ist so die normale westliche Ernährung, die uns vorgeschrieben wird. Und lässt man diese Kohlenhydrate jetzt weg, muss der Körper sich natürlich was einfallen lassen, um anderweitig Energie zu gewinnen. Und da fängt dann dieser ganze Ketoseprozess an. In der Leber werden dann Fette in sogenannte Ketonkörper, die der Diät auch ihren Namen gibt oder geben, umgewandelt und zur Energiegewinnung genutzt. Und dafür braucht der Körper eine gewisse Zeit, um diesen Prozess zu verändern und sich auch an diesen Prozess zu gewöhnen. Man spricht dann auch von einer Ketogrippe, die in den ersten Tagen, wenn man seine Ernährung so drastisch umstellt, vorkommen kann. Ich muss sagen, das ist jetzt das vierte Mal, dass ich die ketogene Diät anfange und ich habe noch nie so schlimme Symptome gehabt. Aber es gibt durchaus Menschen, die reagieren da ein bisschen anders drauf, die haben dann so ein bisschen
Erkältungssymptome oder Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, haben vermehrtes Hungergefühl oder ja, fühlen sich einfach schlapp. Ich muss persönlich sagen, das Einzige, was bei mir sich immer so ein bisschen bemerkbar macht in den ersten Tagen, sind Kopfschmerzen und ich friere auch immer ein bisschen mehr, wenn ich mich so ernähre. Aber meine Mama hat immer gesagt, wenn du frierst, nimmst du ab. Also vielleicht liegt es dann auch vielleicht an der Kalorienzahl, die ich ein bisschen runtergeschraubt habe und ne, dass ich einfach abnehme. Das kann sein, aber wer weiß. Man kann dann auch testen, ob man sich in der Ketose befindet. Dafür gibt es sogenannte Keto-Sticks. Das sind einfach so Streifen, die man in sein Urin tunkt. Und anhand der Farbskala erkennt man dann, wie viele Ketonkörper man bildet, beziehungsweise ob man in der Ketose ist. Da gibt es auch andere verschiedene Messmittel. Ich benutze aber immer nur diese Keto-Sticks, wenn ich sie überhaupt benutze. Ich habe sie jetzt in den letzten Malen eigentlich nie benutzt, sondern vertraue da einfach auf meinen Körper und merke hier, ob was passiert oder nicht. Wir machen dann weiter mit der Frage, wie sieht die ketogene Diät eigentlich aus? Wie ich schon sagte, normalerweise besteht unsere westliche Ernährung aus hauptsächlich Kohlenhydraten. Sprich, man gibt uns eigentlich so einen Richtwert vor, der besteht aus 50% Kohlenhydrate, 35% Protein und 15% Fett. Kohlenhydrate, Protein und Fette sind immer Makronährstoffe. So nennt man die. Das werde ich später immer mal wieder benutzen, dieses Wort. Deswegen, nur damit ihr wisst, ich rede dann immer von Kohlenhydraten, Protein und Fett. So, also die sind aufgeteilt in 50%, 35% und 15%, so wie man uns das quasi vorgibt. Wenn man jetzt aber sich in die Ketose versetzt, verändert man das Ganze und nimmt dann nur noch 10% Kohlenhydrate zu sich, 30% Protein und 60% Fett. Das heißt, unsere Hauptnahrungsquelle ist eigentlich das Fett, weil das brauchen wir, um Energie zu gewinnen. Ja, und wie man das Ganze dann für sich ausrechnet, ist ein bisschen komplexer. Da gibt es aber bestimmte Hilfsmittel und dann kann man sich das auch wunderbar ausrechnen. Also um die tägliche Grammzahl an diesen Makronährstoffen auszurechnen, würde ich sagen, ist es immer praktisch, sich eine Internetseite zu suchen, wo man seinen Kalorienbedarf ausrechnen kann. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich versuche euch mal irgendwie eine Seite unten zu verlinken, wo ihr das machen könnt. Und da gebt ihr dann einfach ein, wie groß ihr seid, wie viel ihr wiegt, wie sehr oder wie stark ihr euch bewegt am Tag. Euer Fettanteil des Körpers gebt ihr da ein. Wenn ihr das nicht wisst, ist auch nicht schlimm. Und dann rechnet dieses Programm deinen Kalorienbedarf aus. Um mit dieser Diät abzunehmen und ich glaube auch mit jeder anderen Diät abzunehmen, ist es immer sinnvoll, einen kleinen Defizit einzubauen. Das heißt, der gibt dir dann eine bestimmte Kalorienanzahl vor. Rechne dann noch ein Defizit von minus 10-20% ein. Ich nehme auch immer so ein Kaloriendefizit von, sag ich mal, 10-20%. Niemals über 20%, weil dann fängt der Körper an zu hungern und dann verliert er nicht an Gewicht, sondern stopft sich das eigentlich als Reserve überall anders rein. Also nicht zu viel Defizit, einfach so, dass man nicht hungrig ins Bett geht, immer noch befriedigt ist von dem, was man gegessen hat und ja, trotzdem Gewicht verliert. Man kann da auch ein bisschen ausprobieren, ne, für dich dann die perfekte Anzahl an Defizit rausfinden. Müsst ihr euch dann selber so ein bisschen reinfinden. Anhand der Kalorienzahl, die ihr euch dann ausgerechnet habt, könnt ihr euch dann die Grammzahl der Makronährstoffe ausrechnen. Und da benutzt ihr am besten eine Food-Tracking-App. Ich benutze die von Yazio. Ich blende euch das auch später mal alles ein, wie ich die einstelle und wie ich da, ja genau, meine Grammzahl ausrechne etc. Aber es ist immer sinnvoll, während dieser Diät eine Food-Tracking-App zu benutzen, damit ihr einfach einen Überblick bekommt, was ihr zu euch nehmt und wie viel ihr zu euch nehmt. Aber auf dieses Thema gehe ich nochmal am Ende ein, weil das ist auch nochmal ein bisschen komplexer. Wir wollen jetzt aber erstmal nochmal weitermachen mit der ketogenen Diät und welche Lebensmittel verboten sind, weil dann haben wir das Schlimme schon mal hinter uns. Also, welche Lebensmittel sind verboten? Und da fangen wir an mit Getreide. Also Pasta, Reis, Müsli, Haferflocken, alles, Mehl, wie auch immer, Getreide in jeglicher Form ist verboten.
Dann sind Hülsenfrüchte verboten, sprich Bohnen, Kichererbsen, normale Erbsen, Linsen, wie auch immer. Alle Hülsenfrüchte verboten. Dann sind Kartoffeln und andere stärkehaltige Gemüsesorten verboten. Zuckerhaltige Lebensmittel sind verboten. Wir wollen ja den Zucker auch komplett einschränken, deswegen verzichten wir auf Süßigkeiten, zuckerhaltige Softdrinks, Säfte, Kuchen und so weiter. Gummibärchen, was auch immer. Keine zuckerhaltigen Lebensmittel. Dann Obst ist leider auch verboten. Also ihr könnt leider keine Banane essen oder Apfel, wie auch immer, weil die ja auch voll mit Fruchtzucker sind und Fruchtzucker wird genauso umgewandelt wie normaler Zucker, also industriell hergestellter Zucker, und deswegen ist leider auch Obst verboten. Dann Fertiggerichte in jeglicher Art sind verboten, weil diese in der Regel immer voll sind mit Zucker. Wenn ihr mal hinten auf diese Nährwertangaben guckt, werdet ihr immer Zucker finden. Wenn ihr eins findet ohne Zuckerzusatz und wenig Kalorien, dann nimmt es. Aber ansonsten lasst die Finger davon. Auch diese Fertiggewürzmischungen, Fertiggewürztütchen von Maggi oder sowas, nimmt es nicht. Das zerstört euch die Diät. Und zu guter Letzt ist auch Alkohol verboten. Während man sich ketogen ernährt, sollte man also auf Alkohol verzichten. Es gibt so bestimmte Sachen wie Hochprozentiges, was auch erlaubt ist, also was man auch durchaus trinken kann. Ich würde es aber nicht empfehlen, weil während ihr euch so ernährt, seid ihr mega empfindlich, was Alkohol angeht. Und glaubt mir, ein Shot von Wodka oder was auch immer und ihr habt das Gefühl, ihr habt die ganze Flasche getrunken. Deswegen, ich persönlich verzichte einfach auf Alkohol, während ich mich so ernähre. So, wir haben jetzt also alles Mögliche von der Liste gestrichen und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was bleibt da noch übrig? Und dann kommen wir zu den Produkten oder Lebensmitteln, die dann noch erlaubt sind. Und das sind zum einen Fleisch und Fisch in jeglicher Art und Weise. Ihr könnt auch, wenn ihr kein Fleisch oder Fisch isst, könnt ihr auch gucken, ob ihr es mit Tofu etc. ersetzen könnt. Ich persönlich kenne mich mit Tofu nicht so aus, aber ich weiß, dass es Keto-Leute da draußen oder dass es Leute da draußen gibt, die Keto machen und das mit Tofu durchsetzen oder anderen Fleischersatzprodukten. Deswegen ist das erlaubt. Ihr könnt es also auch als Vegetarier oder Veganer machen, aber das schränkt nochmal alles so ein bisschen mehr ein. Dann sind Milchprodukte erlaubt in jeglicher Form, beziehungsweise nicht in jeglicher Form, aber zum Beispiel erlaubt ist Butter, Sahne, Käse, jegliche Art von Käse. Bei Joghurt und Quark müsst ihr aufpassen, weil die sind meistens auch mit Zucker zubereitet worden. Das heißt, wenn ihr einen findet, der ungesüßt ist und auch hinten wieder sehr wenig Kohlenhydrate drin hat, dann könnt ihr den auch benutzen. Ich persönlich glaube, dass griechischer Joghurt da am freundlichsten ist. Aber da müsst ihr wirklich gucken, dass ihr einen findet, der am besten keinen Zucker zugeführt hat oder nur ganz wenig Zucker und von den Kalorien, von den Kohlenhydraten, sage ich mal, nicht über 5 Gramm oder sowas pro Becher geht, weil sonst habt ihr eure Kohlenhydratanteil schon sehr, sehr schnell aufgebraucht und ihr wollt ja auch noch was anderes essen, außer nur einen Joghurt am Tag, ne? dann ist erlaubt, Eier sind erlaubt, Nüsse und Samen sind erlaubt, sprich Mandeln, Walnüsse, Cashewkerne, Macadamianüsse, Erdnüsse, Kürbiskerne, Chiasamen, Leinsamen. All die Dinge, die ihr wahrscheinlich vorher nicht so gegessen habt, werdet ihr jetzt lieben, weil zum Beispiel gesalzene Mandeln sind mein absoluter Lieblingssnack, wenn ich was Salziges möchte. Also normalerweise, wenn ich dazu Chips oder Cracker oder wie auch immer greifen würde, greife ich bei der Ketogen-Diät immer auf gesalzene Mandeln zurück. Ich liebe sie einfach. Ich kaufe mir da immer die von der Lidl-Eigenmarke. Und ich könnte mich daran satt essen. Man muss aber auch aufpassen bei Nüssen, die sind natürlich sehr kalorienhaltig, weil sie viel Fett auch, also natürliches Fett beinhalten. Und deswegen muss man da ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel zu sich nimmt. Aber ich sag ja, mit so einer Food-Tracking-App könnt ihr das super im Überblick behalten. Dann ist erlaubt, kohlenhydratarmes Gemüse. Und das ist in der Regel immer grün. Warum auch immer. Aber so Sachen wie
Kohl, alle möglichen Kohlarten, Weißkohl, Spitzkohl, Blumenkohl, Brokkoli, Wirsing, wie auch immer, das ist alles erlaubt. Dann Spinat, Salat, was auch immer, ne, ist auch erlaubt. Tomaten in einer gewissen Anzahl sind erlaubt, weil die auch wieder etwas höher im, im Kohlenhydratanteil sind. Zwiebeln sind auch etwas kohlenhydratlastiger, Paprika ist etwas kohlenhydratlastiger, aber wenn man das nicht in Mengen isst, sondern ne, sich ein bisschen da zurückhält, kann man das durchaus essen. Gurke und Avocado eignet sich super. Ja, Pilze eignen sich, also da gibt es einiges an Gemüse, was euch da noch übrig bleibt. Dann sind gesunde Öle erlaubt. Und wenn ich gesunde Öle sage, dann meine ich in erster Linie Öle, die aus schon fettigen Bestandteilen hergestellt worden sind. Sprich Olivenöl. Eine Olive ist von Natur aus fettig. Eine Avocado zum Beispiel, Avocadoöl, ist von Natur aus fettig. Und Kokosöl. Also das sind eigentlich so die drei Öle, gesunden Öle, die ich euch ans Herz legen würde, euch zu kaufen. Olivenöl, Avocadoöl und Kokosöl. Die eignen sich dann super, um Sachen anzubraten, um Salatdressings herzustellen, um wie auch immer. Kokosöl mache ich in meinen Kaffee morgens, wenn ihr in meinen What I Eat in a Days auch sehen werdet. Und ja, eignet sich gut. Dann sind Gewürze und Kräuter erlaubt. Wenn ich von Gewürzen spreche, rede ich von nur dem reinen Gewürz. Nicht eine Fertiggewürzmischung, sondern ich rede von nur einer normalen Paprika edelsüß, Muskatnuss, Salz, Pfeffer, wie auch immer. Die einzelnen Gewürzsorten sind erlaubt, weil die sind rein nur aus diesem Gewürz gemacht. Macht das Sinn? Ja. Also sind nicht zusammengesteckt worden, weil so, sag ich mal, so ein Pommesgewürz oder so ein Hähnchengewürz, das hat schnell auch wieder Zucker drin. Die hauen uns hier Zucker auf alle möglichen Art und Weisen in die Produkte rein und wir wollen darauf verzichten, so gut das geht. Deswegen auch da dann einfach auf die rohen Produkte zurückgreifen. Und wer nicht auf Obst verzichten kann, der kann zumindest Beeren essen während dieser Diät. Weil Beeren auch wieder sehr kohlenhydratarm sind. Die einen mehr, die anderen weniger. Und Erdbeeren zum Beispiel sind ein bisschen höher im Kohlenhydratanteil. Blaubeeren sind wieder ein bisschen weniger. Also da könnt ihr durchaus zugreifen und euch zum Beispiel einen Joghurt dann mit Beeren anrichten. Und auch wer jetzt denkt, oh Gott, ich kann nicht ohne irgendwie was Süßes überleben, der findet sogar in den meisten Läden mittlerweile zuckerarme oder zuckerfreie Schokolade, die man dann durchaus auch mal als Snack nebenbei essen kann. Da muss man ja nicht eine ganze Tafel von essen, sondern halt ein, zwei Stücke. Und dann ist meistens auch der Heißhunger nach was Süßem gestillt. Also ich kann euch generell auch garantieren, dass wenn ihr euch so ernährt, ihr sehr weniger Heißhunger haben werdet, generell weniger Hunger haben werdet und auch weniger Hunger auf was Süßes haben werdet. Ich habe wirklich immer, im Amerikanischen oder Englischen sagt man immer ein Sweet Tooth, ich habe einen sehr, sehr starken Sweet Tooth und ich möchte so gerne eigentlich alle möglichen Süßigkeiten in mich reinstopfen, wenn ich mich normal ernähre. Wenn ich jetzt aber Keto esse, reguliert sich das komplett und das liegt vor allem auch an dem Insulinspiegel, der sehr stabil bleibt bei dieser Diät. Aber da kommen wir gleich auch nochmal zu. Ich möchte euch nämlich noch ein bisschen was erzählen zu den Vorteilen dieser Ernährungsweise. Und das sind natürlich zum einen der Gewichtsverlust. Also man kann mit dieser Diät wunderbar Gewicht verlieren. Ich möchte sie eigentlich nicht Diät nennen, weil es ist auch ein Lebensstil oder einfach eine Ernährungsweise, wie andere Leute sich auch komplett ernähren. Also auch nicht mehr was anderes essen. Die bleiben dabei. Ich persönlich möchte mein Leben nicht immer auf Kohlenhydrate verzichten. Deswegen mache ich das immer mal wieder so als Kur. Oder wenn ich halt, wie gesagt, merke, okay, gerät alles wieder so ein bisschen außer Kontrolle. Ich brauche wieder so einen kleinen Reminder und ein bisschen mehr Feingefühl für Nahrung. Dann mache ich die ketogene Diät und dann habe ich wieder mich unter Kontrolle. Ist wirklich so. Also der Gewichtsverlust ist auf jeden Fall ein super Vorteil und laut Studien verliert man mit dieser Diät, also mit einer Low-Carb-Diät, auch doppelt so viel Gewicht wie jemand, der Low-Fat sich ernährt. Also der wenig Fett zu sich nimmt. Und ja, das ist schon gut zu wissen, ne? Weil ich muss auch sagen, ich habe davor auch Low-Fat-Diäten ausprobiert oder andere Diäten, Fasten, wie auch immer. Aber
ich habe bisher noch nie so gute Erfolge erzielt mit einer Diät wie mit dieser ketogenen Diät. So, dann als Stoffwechsel-Reset lohnt sich diese Diät extrem. Wenn man merkt, so der Stoffwechsel ist so ein bisschen eingeschlafen und alles, was man zu sich nimmt, lagert sich sofort irgendwie ein, dann kann man wunderbar mit dieser Diät seinen Stoffwechsel wieder ankurbeln, dass der besser arbeitet, dass der besser verdaut. Ich persönlich empfinde diese Diät immer als Stoffwechsel-Reset und das ist ein sehr, sehr guter Vorteil. Dann ist der niedrige Blutzuckerspiegel sowie ein konstanter Insulinspiegel ein unfassbar guter Vorteil von dieser Diät, weil dadurch A, du viel gesünder bist, wenn der Blutzuckerspiegel niedrig ist, und B, durch den konstanten Insulinspiegel du einfach dich besser versorgt fühlst und nicht immer Heißhunger hast. Weil du musst dir das vorstellen, wenn du Kohlenhydrate isst, nimmst du quasi Zucker zu dir, der Insulinspiegel merkt es, steigt an, für eine gewisse Zeit bleibt er dann da und dann fällt er wieder ab. Das heißt, du kriegst wieder Hunger. Dann will der Körper wieder Zucker haben, dann wieder Zucker, wieder runter, wieder hoch, wieder runter, wieder hoch, wieder runter. Jedes Mal, wenn du was Kohlenhydratlastiges isst, geht dieser Insulinspiegel hoch und runter. Und das ist natürlich nicht irgendwie so gut für deinen Insulinspiegel. Deswegen ist diese Diät, diese ketogene Diät, einfach perfekt, um den Insulinspiegel konstant zu halten. Und ich merke das sehr. Also ich, wie gesagt, das Hungergefühl ist wirklich sehr, sehr minimal. Man merkt erstmal wirklich, wie viel Nahrung du überhaupt brauchst, um zu überleben, sage ich mal, ne? um dich gut zu fühlen. Und das ist weitaus weniger, als ich vorher, oder wenn ich mich normal kohlenhydratreich ernähre, brauche. Dann gibt es natürlich auch andere gesundheitliche Vorteile, vor allem bei Krankheiten. Und da zähle ich euch jetzt einfach mal ein paar Krankheiten aus, bei denen sich diese Diät als ein Wundermittel bewiesen hat. Und da zählt drunter Diabetes Typ 2. Dadurch, dass der Insulinspiegel und Blutzuckerspiegel konstant bleibt, wird in den meisten Fällen Diabetes Typ 2 entweder geheilt oder so gut in den Griff gekriegt, dass die Menschen keine Tabletten mehr brauchen, keine Medikamente mehr brauchen. Dann Epilepsie wird damit schon seit Jahren behandelt mit der ketogenen Diät, weil auch hier Zucker wieder zu Anfällen führen kann und wenn man den weglässt, sich die Anfälle extrem reduzieren. Bei Krebs kann es helfen, die Tumore schrumpfen zu lassen und das ist, oh Gott, ich finde das genial einfach. Dann bei Alzheimer kann es helfen, dass die Leute nicht noch vergesslicher werden oder teilweise sogar wieder mehr Konzentration, mehr Gedächtnis sich zurückgewinnen können. Und Akne kann damit geheilt werden. Aber es ist leider in Deutschland vor allem noch nicht so verbreitet oder wird auch vor allem hier von den Ärzten und ich sag mal, die Pharmaindustrie hat davon nichts, deswegen wird das nicht so an den großen Nagel gehangen, dass man eben diese Krankheiten auch nur mit dieser Ernährungsweise heilen kann oder zumindest verbessern kann. Und ja, das ist wieder ein anderes Thema, ne? Das lassen wir jetzt mal. Aber da gibt es auch ein paar Dokus auf Netflix. Ich weiß nicht, ob sie aktuell noch zu sehen sind, aber es gibt verschiedene Dokus, wo man sich da auch nochmal drüber schlau machen kann. Und es gibt auf YouTube massig Content über die ketogene Diät, auch von Professoren etc., die darüber sprechen, die dir das auch nochmal erklären oder auch die Vorteile erklären. Oftmals sind sie in englischer Sprache, weil diese Ernährungsweise vor allem in Amerika ein bisschen bekannter ist und da auch mehr geforscht wird daran. Aber auch in Deutschland habe ich das Gefühl, gibt es jetzt immer mehr Leute, die sich dafür interessieren oder auch mehr Leute, die das ausprobieren. Und wenn ich euch dabei helfen kann, dann mache ich das sehr gerne. So, und jetzt kommen wir zu der Food Tracking App. Das ist ein Thema, was ich euch wirklich ans Herz legen möchte, wenn es darum geht, erstmal einen Überblick für diese Diät zu gewinnen. Weil ohne ist es machbar, aber mit ist es verständlicher. Und um vor allem auch erstmal ein Gefühl für Nahrung wieder zu bekommen und für Mengen zu bekommen, empfehle ich es wirklich jedem, sich eine Food-Tracking-App runterzuladen. Da gibt es verschiedene in den App-Stores, die kostenlos erhältlich sind. Ich persönlich benutze die Yazeo-App, schon seitdem ich damit angefangen habe und komme mit der gut klar.
Genau, also mit der könnt ihr in allererster Linie erstmal wieder ein Gefühl dafür kriegen, was in einem Lebensmittel drinsteckt und wie viel 100 Gramm von etwas sind. Ja, weil hinten die Nährwertangaben, die hinten immer draufstehen, dieses Label mit Kohlenhydrate, Protein, bla bla bla, Zucker, bezieht sich in der Regel immer auf 100 Gramm. Und man denkt sich, ach, 100 Gramm, das, ne, hier, kann ich den ganzen Bottich essen. 100 Gramm, da muss man erstmal ein Gefühl für kriegen, was 100 Gramm eigentlich sind. Und da eignet sich einfach diese App perfekt. Ihr könnt da zum Beispiel dann erstmal euren Kalorienbedarf einstellen, den ihr euch vorher errechnet habt. Und dann könnt ihr einstellen, wie viele Gramm Kohlenhydrate, ne, wie viel Prozent Kohlenhydrate ihr davon essen wollt, bla bla bla. Und der rechnet euch dann aus, wie viel Gramm das genau ist. Ich würde jedem raten, bei der Ketogen-Diät nicht in den ersten Monaten oder in den ersten, sag ich mal, Wochen, ein bis zwei Monate, nicht über 20 bis 30 Gramm zu gehen Kohlenhydrate am Tag. Das, um erstmal in die Ketose zu kommen und da erstmal zu bleiben, empfehle ich es euch, nicht 30 Gramm am Tag zu überschreiten. Genau, und da könnt ihr dann aber, wie gesagt, einstellen, wie viel Gramm ihr davon zu euch nehmen möchtet. Und das blende ich euch auch am Ende nochmal ein, wie genau ich das einstelle. Dann könnt ihr auch Rezepte erstellen damit, was das Ganze ein bisschen einfacher macht, weil jedes Mal, ich sag mal, wenn ihr zum Beispiel ein Gericht gefunden habt, was ihr total gern mögt, was ihr euch vielleicht zweimal, dreimal die Woche zubereiten möchtet, dann ist es natürlich nervig, jedes Mal die einzelnen Lebensmittel rauszusuchen, da einzutragen, Grammzahl einzutragen, aha. Deswegen macht es Sinn, sich da ein Rezept zu erstellen, wo man das einfach als Vorlage speichert und dann könnt ihr euch das ganz einfach an dem Tag dann wieder einfügen und gut ist. Deswegen, ich habe eine ganz lange Liste an Rezepten mir erstellt. Ich weiß nicht, Yazio hat irgendwann ein Update gemacht in der letzten Zeit und ich glaube, jetzt ist es nicht mehr machbar, mit der kostenlosen Version sich unendlich viele Rezepte zu erstellen. Bei mir war es damals noch machbar, als ich das letztes Jahr angefangen habe. Deswegen habe ich ganz viele Rezepte drin und die bearbeite ich mir jetzt einfach immer. Aber ich glaube, bei der kostenlosen Version mit der neuen Software-Update ist es nicht mehr machbar. Das müsst ihr mal gucken. Ansonsten, wie gesagt, gibt es auch andere Apps, mit denen ihr das auch machen könnt. Dann müsst ihr einfach gucken, welche euch am besten gefällt, womit ihr am besten klarkommt. Und ja, wie gesagt, lege ich jedem ans Herzen, das sich runterzuladen und sich auch eine Küchenwaage zu kaufen, damit ihr euch auch an diese Vorgaben halten könnt, sprich euch abwiegen könnt, wie viel Gramm Brokkoli, wie viel Gramm Fleisch, was auch immer ihr dann zu euch nehmt, damit ihr das ordentlich eintragen könnt. Und das hört sich jetzt alles sehr strikt an, sehr getaktet an, aber ihr gewöhnt euch sehr schnell daran. Wer abnehmen möchte, der muss halt sich einfach an ein paar Regeln halten und da gehören halt so Sachen dazu, deswegen einfach machen und ausprobieren und gucken, ob das was für einen ist oder nicht. Und dann ja, kann man auch sagen, okay, ich habe es ausprobiert, ich kann das nicht, dann ist das auch in Ordnung. Wenn du es nicht kannst, dann kannst du es nicht. Dann gibt es vielleicht was anderes, was dir besser liegt. Oder dann ernähr dich ketogen, aber lass diese ganzen Kalorienanzahlen und sowas weg, weil du wirst auf jeden Fall Gewicht verlieren mit der Ketogen-Diät. Egal, wie viele Kalorien du zu dir nimmst. Das hört sich verrückt an, aber es ist so. Durch diese Ketonkörper, die wirklich wahre Fettverbrenner sind, wirst du auch Gewicht verlieren, wenn du nicht auf deine Kalorienanzahl achtest. Aber versuche, auf deinen Kohlenhydratanteil zu achten. Versuche nicht, diese 30 Gramm Kohlenhydrate am Tag zu überschreiten. Wenn du darauf achtest und auf nichts anderes, dann ist das auch in Ordnung. Dann wirst du auch Gewicht verlieren. Vielleicht ein bisschen langsamer als auf die Art und Weise, wie ich das mache. Aber du wirst auf jeden Fall Gewicht verlieren. Und wenn das erstmal was ist, um damit anzufangen, dann mach das so. Und dann kannst du später immer noch anfangen, das ein bisschen strikter zu sehen, wie ich das mache. Ich erzähle euch jetzt nochmal ganz kurz, wie so ein Tag bei mir aussehen kann, was ich dann zu mir nehmen würde, morgens, mittags, abends und als Snack. Und das ist zum Beispiel morgens, mache ich mir dann entweder Keto-Pancakes, da habe ich euch auch ein Rezept auf meinem Instagram-Guides verlinkt. Oder ich mache mir einfach Rühreier, Spiegeleier mit ein bisschen Bacon und Avocado und das war es dann erstmal zum Frühstück. Mittags kann man immer einen Salat essen. Salat könnt ihr generell immer essen. Ne? Achtet nur darauf, dass ihr nicht zu viel Paprika oder Tomate oder so reinmacht, damit ihr da nicht zu viel Kohlenhydrate zu euch nehmt.
Und abends würde ich mir dann zum Beispiel ein Blumenkohlpüree machen, was mega lecker ist. Ich liebe Blumenkohlpüree. So geil. Das ist einfach ein perfekter Ausgleich für ein normales Kartoffelpüree. Und da könnt ihr dann einfach ein Protein nach eurer Wahl dazu reichen. Sei das eine Wurst, sei das Fleisch, Fisch, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Einfach ein Protein dazu wählen, was ihr gerne hättet. Und das wäre so ein Tag. Und dann, ne, wenn ich dann noch Lust habe, was zu snacken, meistens kommt so abends bei mir nochmal so ein kleiner Snack-Moment, wo ich einfach gerne was Salziges hätte oder wie auch immer. Und da nehme ich mir dann eine Handvoll gesalzene Mandeln und ein bisschen Käse, nehme ich mir ein bisschen Gouda geschnittenen oder wie auch immer und snack das. Oder ein paar Oliven sind ein guter Snack, weil die sehr fettig sind. Ihr könnt auch, es gibt Essiggurken, die kohlenhydratarm sind. Ihr könnt alles, ihr könnt auch Joghurt essen. Wenn ich Joghurt benutze, Leute, benutze ich immer den Alpro-Soja-Joghurt ungesüßt. Der ist Hammer. Ihr könnt dann immer noch ein bisschen Flüssigsüßstoff reinmachen, damit ihr das wieder süßer habt. Aber der ist ohne Zucker und somit perfekt für Keto geeignet. 0 Gramm Kohlenhydrate könnt ihr einfach mega gut essen. Deswegen empfehle ich euch den als Joghurt. Yeah. Und das wäre so, genau, das wäre so ein Tag full of eating mit Keto. Ich werde euch, wie gesagt, öfters auch jetzt meine Essen abdrehen, beziehungsweise ein full day of eating euch abdrehen, damit ihr das auch mitverfolgen könnt und ein bisschen Inspiration habt, was ihr noch nachkochen könnt, welche Produkte ihr benutzen könnt. Ich werde euch ein paar Lebensmittelprodukte zeigen, die man in den Läden so bekommen kann, die keto-freundlich sind. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie ihr euch die Yazeo-App einstellt. Und zwar habt ihr euch jetzt anhand des Keto-Rechners im Internet ausgerechnet, wie viel Gramm Kohlenhydrate, Protein etc., wie viele Kalorien ihr zu euch nehmen könnt am Tag. Und um das Ganze jetzt in die Yazeo-App einzutragen, zeige ich euch genau, wie das funktioniert. Da gehen wir einmal auf die Yazeo-App. Und jetzt seht ihr hier meinen Kalorienbedarf, meinen Kohlenhydratbedarf, Eiweiß- und Fettbedarf. Und das ist natürlich noch komplett falsch eingestellt. Ihr seht hier 206 Gramm Kohlenhydrate. Das ist natürlich nicht keto-freundlich, absolut nicht. Und das wollen wir jetzt alles ändern, um es keto-freundlich zu machen. Da gehen wir einmal auf unser Profil. Ich nehme mal an, ihr habt euch auch ein Profil angelegt, als ihr die App runtergeladen habt, mit eurem Namen, Alter etc. Und dann gehen wir hier oben auf Einstellungen und auf meine Ziele. So, jetzt seht ihr, mein Ziel ist es abzunehmen. Mein Startgewicht ist 66 Kilo. Mein Zielgewicht ist 60 Kilo, meine Aktivität ist niedrig, das ist Corona. Mein Wochenziel ist minus 500 Gramm, das hat mir die App jetzt einfach vorgegeben, als ich hier Abnehmen ausgewählt habe. Und für uns ist jetzt eigentlich nur wichtig Kalorienzahl und Nährwertziele. Dann gehen wir auf die Kalorienanzahl erstmal, da könnt ihr jetzt eintragen, was ihr euch ausgerechnet habt. Ich weiß, dass für mich 1500 Kalorien am Tag sehr gut funktionieren. Manchmal esse ich dann weniger, manchmal esse ich 1500 Kalorien, aber ich versuche diese 1500 Kalorien nicht am Tag zu überschreiten. Ich möchte aber auch nicht, dass ich, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, wie der Calculator mir ausgerechnet hat, vielleicht 1400 Kalorien eintrage und ich mal 1403 Kalorien benutze, esse, dann möchte ich nicht, dass mir die App die ganze Zeit anzeigt, dass ich mein Ziel nicht erreicht habe. Deswegen gebe ich mir als Ziel 1500 Kalorien an. Da könnt ihr euch ruhig ein bisschen Luft lassen. Aber ihr solltet euch eine Grenze setzen, wo ihr wisst, so viel möchte ich zu mir nehmen und nicht mehr, um abzunehmen, damit das auch noch funktioniert mit dem Abnehmen. Und bei mir sind es eben 1500 Kalorien. So, das speichere ich mir jetzt und jetzt gehe ich auf Nährwertziele. Das ist eigentlich die wichtigste Funktion, um euch jetzt die Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette aufzuteilen. Und dann nehme ich jetzt einmal, hier könnt ihr wählen zwischen verschiedenen Vorlagen. Es gibt Low-Fat, High-Protein, Low-Carb, was hier SEO-Ernährung ist, keine Ahnung. Und die Standard, europäische, amerikanische, westliche Ernährung, wie sie jetzt gerade eingestellt ist. Wir gehen jetzt mal auf Low-Carb und dann seht ihr immer noch, hier werden uns immer noch 110 Gramm Kohlenhydrate vorgegeben, was natürlich zu viel ist. Also gehen wir einmal auf die Kohlenhydrate und bearbeiten uns das. Die ketogene Diät schreibt uns maximal 10% Kohlenhydrate vor. Für mich sind das immer so, ich möchte nicht mehr als 30 Gramm zu mir nehmen, deswegen gebe ich jetzt mal 8% ein, das sind 29 Gramm und das ist für mich dann super.
So, Eiweiß möchte ich immer so zwischen 70 und 80 halten. Da würde ich jetzt mal mit, da würde ich jetzt mal mit 20% arbeiten. Dann bin ich bei 73 Gramm. Das hört sich ganz gut an sich. Und bei Fett möchte ich circa so 105, 110 Gramm Fett zu mir nehmen. Und dann nehme ich jetzt einfach mal 70% und dann bin ich bei 113 Gramm Fett. Und das ist für mich auch perfekt. Ihr seht jetzt, ich habe nur 98% erreicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr dann noch die 2% hier oder hier mehr dazugeben. Wichtig ist nur, dass ihr euch die Kohlenhydrate so ausrechnet an Prozentzahl, dass es eben unter 30 Gramm ergibt. Und den Rest könnt ihr ein bisschen anpassen. Aber bei Protein auch immer aufpassen. Man sagt so zwischen, je nachdem wie aktiv ihr seid, zwischen 0,8 Gramm und 5 Gramm maximal, wenn ihr wirklich Leistungssportler seid, pro Kilogramm Körpergewicht. Und mehr sollte man da auch nicht zu sich nehmen. Aber mit dem Fett könnt ihr immer nach oben geben. Wie gesagt, das ist unser wichtigster Energielieferant. Da könnt ihr dann also diese 2% auch noch dazugeben. Für mich ist das so ganz gut. Und wenn wir jetzt zurückgehen, hat der das gespeichert und dann gehe ich mal auf mein Tagebuch und jetzt könnt ihr nämlich hier sehen, es hat sich mein Kalorienbedarf angepasst, ihr seht, meine Kohlenhydrate haben sich angepasst, mein Eiweiß und mein Fett und jetzt kann ich mir ganz normal hier eintragen, was ich so gegessen habe. Hier habe ich jetzt meinen Kaffee schon eingetragen, meine Sojamilch, mein Kakaopulver, was ich reingemacht habe, mein Kokosöl. Kaffee an sich hat meistens keine Kalorien, da müsst ihr immer gucken, was ihr verwendet, aber in der Regel hat das nichts, deswegen trage ich das nicht ein und jetzt durch den Tag hinweg trage ich dann einfach ein, was ich so esse und ihr könnt ja auch, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel hier was eintragen möchtet, könnt ihr euch Rezepte erstellen, da geht ihr hier auf Rezepte und dann seht ihr bei mir zum Beispiel, wenn ich jetzt auf Erstellt gehe, ich habe ganz viele Rezepte schon eingetragen, weil ich benutze die App einfach schon ein bisschen länger und unter anderem eben auch Keto-Rezepte. Und das war damals möglich. Ich hoffe, es ist heute auch noch möglich. Wenn ihr ein neues erstellen wollt, geht ihr hier auf Neu erstellen und dann auf Rezept erstellen. Und dann könnt ihr, und dann gebt ihr hier ein, also Rezept, Portionanzahl, die Zutaten, Anleitung könnt ihr optional, könnt ihr auch machen. Ich mache das nie. Ich gebe da einfach 3 Punkte ein und gut ist. Und dann habt ihr euch ein Rezept gespeichert, was ihr euch dann einfach so zufügen könnt. Jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal irgendwas, Cheesy Broccoli und gebe das heute als Abendessen dazu, dann trägt er mir das hier oben ein, dann gehe ich auf fertig und dann habe ich das hier drinne. Um das wieder zu löschen, wische ich das einfach nach links und dann ist das wieder weg. So, und so funktioniert die Yazeo App. Für mich funktioniert sie gut. Ich überlege mir auch, ob ich diese Pro-Funktion freischalte. Ich weiß gar nicht, wie viel das kostet. Ein Jahr 22 Euro, das heißt 1,87 im Monat. Momentan im Angebot. Das hört sich eigentlich ganz gut an. Das macht, glaube ich, auch Sinn, also wenn man sich das vornimmt, weil die App ist wirklich toll, man kann viel damit machen und vor allem diese Rezept, dass man sich diese Rezepte anlegen kann, ist natürlich super. Ihr könnt euch auch jedes Mal einzeln die Produkte eingeben. Wie gesagt, es funktioniert auch, wenn ihr euch jetzt hier einfach irgendwas sucht, ich weiß nicht, Blumenkohl. Dann gebt ihr euch das hier vor, dann nehmt ihr 300 Gramm, fügt es dazu, sucht euch das nächste und fügt es alles dazu, geht dann hier auf fertig und dann ist das da drinne. Also, ja, finde ich sehr praktisch, ist eine sehr gute App, die kostenlose Version reicht auch vollkommen aus, ihr findet euch sehr schnell zurecht und ja, jetzt wisst ihr schon mal, wie das funktioniert. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen. Und genau, das mit diesen ganzen Nährwertangaben, das könnt ihr in den anderen Apps auch angeben. Und jetzt wisst ihr einfach schon mal, wie das funktioniert. Das könnt ihr dann einfach bei den anderen auch anpassen, so wie ihr das braucht. Und ja, das war's schon. Fürs Erste war es das jetzt erstmal. Ihr habt jetzt erstmal massig Informationen über die ketogene Diät erhalten. Ich hoffe, ihr habt verstehen können und seid nicht ganz abgeschreckt. Es hört sich hart an. Aber ich versichere euch, wenn ihr das ein paar Tage durchhaltet, gewöhnt ihr euch da sehr, sehr schnell dran und dann werdet ihr auch nur noch die positiven Vorteile davon merken. Und ich würde sagen, das war's jetzt für heute. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video, dann mit einem Full Day of Eating. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Habt ganz viel Spaß, passt auf euch auf, bleibt gesund und wir sehen uns.